Das Unternehmen Henschel & Sohn mit Sitz in Kassel war ein Maschinen-, Fahrzeugbau- und Rüstungskonzern, welches 1810 als Stückgießerei gegründet wurde und zeitweise einer der bedeutendsten Hersteller von Lokomotiven in Europa war. Es wurden auch Rüstungsgüter wie Panzer, Flugmotoren, Flugzeuge und Lenkflugkörper produziert. Bekannt wurde das Unternehmen als Hersteller von Lastwagen und Omnibussen sowie Verbrennungsmotoren, die von 1925 bis in die 1970er Jahre produziert wurden. Als sich Mitte der 1920er Jahre ein Einbruch der Weltwirtschaft absehen ließ, überlegte man bei Henschel den Aufbau eines weiteren Geschäftszweiges, um vor allem vom Lokomotivbau nicht mehr so abhängig zu sein. So fiel der Entschluss, in den bereits stark expandierenden Bereich der Nutzfahrzeugherstellung einzusteigen. 1925 begann dann die Fertigung von Lastkraftwagen und Omnibus-Fahrgestellen, zunächst bereits sehr fortschrittlich, 3 und 5 Tonner auf Basis einer Schweizer Lizenz. In den darauffolgenden Jahren entwickelte Henschel eigene Lkw und Omnibusse mit Otto- und Dieselantrieb sowohl mit eigenen Motoren. Ende der 1920er Jahre experimentierte man auch mit dampfbetriebenen Lastwagen sowie Fahrzeugen mit Holzvergasern. Beide blieben jedoch bei sehr geringen Stückzahlen. Anfang der 1930er Jahre dann waren Nutzfahrzeuge von 2 bis 12 Tonnen Nutzlast in Angebot. ...1932 erschienen die ersten Henschel Lanova Dieselmotoren mit einem Verfahren des Technikers Franz Lang, die gegenüber den bisherigen Dieselmotoren eine weichere Verbrennung ermöglichten. Diese Motoren fanden teilweise auch im Lokomotiv- und Omnibusbau Verwendung. In den 1930er Jahren machte sich Henschel im Nutzfahrzeugbereich vor allem einen Namen als Hersteller schwerer Omnibus- und Lastwagenfahrgestelle. Schwere Lastwagen von Henschel kamen im Zweiten Weltkrieg vielfach zum Einsatz. Die Werksanlagen wurden im Krieg stark zerstört, die Lkw-Fertigung kam dadurch zum Erliegen. Erwähnenswert sei noch, dass Henschel von 1933 bis 1944 19.054 Lkw produziert hat. Nach dem Krieg waren die Anlagen 1946 soweit wieder instand gesetzt, dass zunächst mit Genehmigung der Alliierten ein Reparaturbetrieb für die noch vorhandenen, stark abgenutzten und teilweise kriegsbeschädigten Lastwagen wieder aufgenommen werden konnte. Der zu stark mit der Rüstungsproduktion im Zweiten Weltkrieg belastete Name Henschel blieb durch die Alliierten zunächst gesperrt, sodass das Werk übergangsweise unter dem Namen Hessia firmierte. Die Bezeichnung Henschel kehrte erst 1948 zurück. In den 1950er Jahren war Henschel der größte deutsche Anbieter von Oberleitungsbus-Fahrgestellen. Wie in dieser Zeit üblich, erschienen auch bei Henschel in der Folge noch vom Lkw abgeleitete Omnibus-Fahrgestelle, die häufig von Aufbauherstellern zu Reisewagen karossiert wurden. 1955 erschien mit dem Typ HS160 ein neuer Linienbustyp, ein Frontlenker mit damals neuartigem Aufbau in Schalenbauweise. Dieses als Diesel- sowie Oberleitungsbus erhältliche Modell war sowohl als Solo- wie auch als Gelenkwagen zunächst ein beachtlicher Verkaufserfolg. Es war bereits in Modulbauweise konstruiert und hatte einen Wagenkörper aus Aluminium. Dennoch wurde die unrentabel gewordene Fertigung 1963 eingestellt. Eine Besonderheit stellte der nur von 1950 bis 1951 in geringer Stückzahl produzierte Henschel Bimot dar, der von zwei Motoren angetrieben wurde, da bis 1951 der alliierte Kontrollrat die Leistung auf 150 PS je Motor begrenzt hatte.
Erst 1950, damit weit nach den wichtigsten Wettbewerbern, wurden wieder eigene Lastwagen angeboten. Zunächst erschien der schwere Typ Henschel HS 140 für 6,5 Tonnen Nutzlast. Die Bezeichnung des zunächst als Haubenwagen ausgeführten Lkw rührte von einer Motorleistung von 140 PS her. Das Modell war derzeit entsprechend mit langer, schmaler Motorhaube und freistehenden Scheinwerfern ausgerüstet. Später erschienen leistungsstärkere Schwestermodelle, darunter maßgeblich der HS 170 mit 170 PS. Ab 1953 waren auf technisch weitgehend identischer Basis auch Frontlenker mit rundlichem Kabinendesign im Angebot. Im Jahr 1951 wurde das Lkw-Programm mit der Einführung des Typs HS 100 nach unten ergänzt. Dieses Kurzhaubenmodell war Ausgangsbasis einer ganzen Modellfamilie, die sich bei steter Weiterentwicklung, jedoch fast unverändertem Design, bis Ende der 1960er Jahre im Programm hielt. Die Motorleistung begann bei 100 PS und steigerte sich bis zum Produktionsende auf bis zu 180 PS. Zur IAA 1961 wurde ein neues Lastwagenprogramm vorgestellt, neue Typenbezeichnungen für alle Lkw-Modelle eingeführt und die Zusammenarbeit mit dem französischen Hersteller Safien bekannt gegeben. Es war eine Tochterfirma des Renault-Konzerns. Die neuen kubischen Kabinen waren im Baukastensystem angelegt und als Frontlenker oder Haubenlastwagen lieferbar. Die Frontlenker gab es sowohl mit Nahverkehrsführerhaus als auch mit Fernverkehrsführerhaus. Anfang 1965 wurden die runden Frontscheinwerfer durch Ovale ersetzt und zur IAA im gleichen Jahr bekamen alle Modelle ein größeres Henschel-Schild auf der Front. Die größte Neuerung war jedoch, dass das Frontlenker-Fernverkehrsführerhaus nun Kipper ausgeführt wurde. Dabei wurde das gesamte Führerhaus um 20 cm nach vorne versetzt. Äußerlich erkennbar war das kippbare Führerhaus am Dachaufsatz und den in die Stoßstange versetzten Frontscheinwerfern. Auf der IAA 1967 traten die Rheinstahl-Töchter Hanomag und Henschel erstmals gemeinsam auf und führten ein einheitliches Bezeichnungsschema an. Anstelle der Buchstaben HS wurde nun ein F für Frontlenker und ein H für Haubenlastwagen vorangestellt und die Typenziffer um eine dritte ergänzt. Im April 1969 wurde die Hanomag-Henschel Fahrzeugwerke GmbH gegründet, an der Daimler-Benz mehrheitlich beteiligt war. Einheitlich trugen nun alle Fahrzeuge den Schriftzug Hanomag-Henschel auf der Front. Der Henschel-Stern entfiel. Im Verlauf des Jahres 1974 gab der Daimler-Benz-Konzern, nun alleiniger Eigentümer der HHF, die Marke Hanomag-Henschel auf. Zu Beginn der 1980er Jahre lief die Fahrzeugproduktion im ehemaligen Henschel-Lkw-Werk aus und es werden seitdem dort Achsen für Daimler-Benz-Nutzfahrzeuge produziert.
Das Kasseler Werk gehört seit Ende 2019 zur Daimler Truck AG.